Bei Juventus Turin steht nach dem Champions League Haus gegen Olympique Lyon alles, bis auf Cristiano Ronaldo, auf dem Prüfstand. Das erklärte Juve-Präsident Andrea Agnelli nach dem peinlichen Achtelfinal-K.O. des italienischen Meisters. Trainer Maurizio Sarri stand bereits vor der Partie in der Kritik. Italienische Medien spekulieren bereits über einen Nachfolger, welch eine Blamage, der italienische Meister Juventus Turin ist bereits im Achtelfinale der Champions League gescheitert. Die Superstar-Mannschaft um Cristiano Ronaldo gewann zwar ihr Rückspiel gegen Olympique Lyon, dem Siebtplatzierten der abgelaufenen Ligue-1-Saison, dank eines Doppelpacks des Portugiesen mit 2:1 verpasste allerdings aufgrund der 0:1-Pleite im Hinspiel in Lyon den Viertelfinaleinzug. Für die erfolgsverwöhnten Italiener ein nicht hinnehmbares Ereignis, so auszuscheiden ist für uns, die Spieler und die Fans enttäuschend, sagte Juve-Präsident Andrea Agnelli nach der Partie. Er kündigte eine generelle Bewertung der Lage des Rekordmeisters an, der sich erst Ende Juli den 9. Ligatitel in Folge sicherte. Dass bei so großer nationaler Dominanz für Juventus die Meisterschaft aber nur ein Randaspekt ist, könnte für Trainer Maurizio Sarri zum Verhängnis werden. Der erst vor der Saison vom FC Chelsea verpflichtete kauzige Italiener stand bereits vor dem Rückspiel unter großem Druck, denn Juventus ging bereits in der Schlussphase der Liga die Puste aus. Nur knapp vor Inter Mailand rettete die alte Dame die Meisterschaft ins Ziel. Ich bin aufgrund des Ausscheidens am Boden zerstört, meinte Sarri nach dem Juve K.O., der trotzdem von einem großartigen Spiel seiner Mannschaft sprach. Ob das Juventus-Boss Agnelli beeindruckt hat? Italienische Medien spekulieren derweil bereits über einen möglichen Sarri-Nachfolger. Simone Inzaghi von Lazio Rom oder der ehemalige Tottenham-Trainer Maurizio Pochettino werden als mögliche Ablösekandidaten genannt. Die Lage scheint ernst, denn laut Agnelli gibt es bei Juve nur einen, der unantastbar ist, nämlich Cristiano Ronaldo. Juventus startet jedes Jahr mit vielen Zielen, und diese müssen geehrt werden, weil wir großartige Spieler haben und mit Ronaldo, der eine Säule von Juventus ist, den besten Spieler der Champions League-Geschichte. Und eines dieser Ziele war eben der Champions League-Triumph.